Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Grey Matter ab in das Drettelhaus. So, wir werden jetzt erstmal ein bisschen mit, wie hieß sie nochmal? Ich hab's schon wieder vergessen. Miss Dalton hieß sie, glaube ich. Ups, da bin ich falsch, da bin ich komplett falsch. Ich dachte, denke immer, das wäre rechts, aber das ist es ja gar nicht. So. Aber jetzt haben wir es, jetzt sind wir richtig. Und dann reden wir doch einfach mal mit Mrs. Dalton. Hallo, alles in Ordnung? Ja, danke. Loras Lieblingsplätze. Sie arbeiten seit meiner Hochzeit auf diesem Anwesen. Was waren Ihrer Meinung nach Loras Lieblingsplätze? Sie hat diesen Stuhl in ihrem Schlafzimmer geliebt und es sich darin gerne mit einer Tasse Tee und einem Buch gemütlich gemacht. Und den Garten hinter dem Haus. Ich dachte eher an Plätze hier in der Gegend, nicht auf dem Anwesen. Ihr Häuschen am See und diesen Park Timmons. Sie hat ihn auf vielen Aquarellen verewigt. Gott, sie liebte diesen Ort. Timmons, natürlich. Danke. Timmons, ah, und wir haben hier ein neues Ziel. So, und zwar im Timmons Park. Da gehen wir jetzt direkt mal hin. Unser nächster Hinweis, wo wir bestimmt was finden werden, denke ich. Über Laura. Schau mal, Mami, ein Monster. Ein Monster. Liebling. Ein Monster. Oh. Ein Monster. Ich würde mal eher sagen, ein Neurobiologe. Aber egal, der halt eine Maske trägt. Aber was soll's, ne? So, dann schauen wir doch erstmal, was gibt's denn hier? Ein Eingangsschild. Im Park finden heute keine Veranstaltungen statt. Gut, dann gehen wir doch da erstmal rein. In den Timmons Park. Boah, das dauert jetzt schon länger hier zum Laden, merke ich. So. Okay. Was haben wir hier? Hier ist doch was, da habe ich doch was gesehen. Am Baum ist irgendwas eingeritzt oder so. Team 8, Team 8. Nur eine Schnitzerei an einem Baum. Das erinnert mich an nichts. Okay. Was gibt's hier auf der Bank? Gibt es da vielleicht einen kleinen Hinweis? Ich glaube nicht, dass ich mich an irgendetwas Bestimmtes erinnere, wenn ich mich jetzt auf die Bank setze. Okay. Gehen wir doch erstmal rechts. Ah, und hier ist auch noch eine Schnitzerei. Hab ich gerade gesehen. Das ist unser Baum. An einem schönen Sommertag habe ich hier unsere Initialen eingeritzt. Ja, also. Das ist unser... ja, sagen wir mal... Das erinnert uns an irgendwas. Also, bei Laura halt. An Laura. Für einen kurzen Moment habe ich mich wieder daran erinnert, wie Laura und ich hier im Park waren. Gut. Joa, dann gehen wir mal hier hin. Timmons Park Brunnen, also. Und was haben wir denn da Schönes, Schickes? Mal sehen. Boah, das Laden dauert jetzt in letzter Zeit ziemlich lang, muss ich sagen. Ich weiß nicht, woher das kommt, sorry, aber... Wir können es jetzt auch nicht irgendwie ändern. Können wir mit denen reden? Nein, können wir nicht. Okay.
Schauen wir uns erstmal hier den Brunnen an. Laura hat diesen Brunnen geliebt. Wir haben stundenlang auf dieser Bank gesessen. Laura war die einzige Person, die mich dazu gebracht hat, auch mal abzuschalten. Okay, gucke ich mal kurz. Brücke. Da waren wir, glaube ich, gerade. Brunnen. Laura, wir haben schon... Okay. Spielplatz, gehen wir mal zum Pflasterweg erstmal. Weiter. Zu den kleinen Kindern gehen wir jetzt noch nicht. Weil die sind ja immer... Oh ja, jetzt habe ich mich schon wieder versprochen. Die sind immer ziemlich laut, aber ist ja auch normal. Nee, ist ja verständlich. Jeder war mal klein. Boah, Alter, heute ist aber brutal. Meine Güte, ey. Puh. Hier gibt's auch nichts anscheinend. Wir saßen immer gerne auf dieser Bank. Ja. Fluss. Der Fluss ist im Laufe der Zeit ausgetrocknet. Ich erinnere mich gar nicht daran, dass dieses Wäldchen so dicht war. Gehen wir mal zu den Gardenien. Mit dem Bauer können wir auch nicht reden. Tja. Ich finde das also auf jeden Fall ziemlich schön gemacht hier. Das ist ein Gardenien. Sehr gut inszeniert. Laura würde sich eine Blume ins Haar stecken, wenn sie jetzt hier wäre. Aber leider trägt dieser Strauch keine Blüten. Gardenie. Blühende Gardenien. Laura würde sich jetzt eine Blume ins Haar stecken. Tja, geht halt jetzt nicht. Stopp. Dann gehen wir mal zum Spielplatz. Zu den kleinen Kindern. So. Kleines Mädchen. Das kleine Mädchen hat mich Monster genannt. Grausam ehrlich, dieses Kind. Ich dachte immer, dass eines Tages unsere eigenen Kinder hier spielen würden. Wie schnell sich die Dinge doch ändern können. Ja. So, der Eisverkäufer ist am Start. Der Eisverkäufer. Laura mochte am liebsten Eis mit Orangengeschmack. Ah, vielleicht könnt ihr dann Eis holen mit Orangengeschmack und das dann essen. Und dann erinnern wir uns daran vielleicht. Ja genau, holen wir uns mal ein Eis. Ich hätte gern ein Orangeneis. Das mit Vanille innen. Meinen Sie einen Orangensplit? Ja, das ist es. Orangensplit. Split. Bitte sehr. Danke sehr. Wollen Sie nicht Ihr Wechselgeld? Nö, wir sind so reich, da können wir dir schon was schenken hier. Ist ja ganz klar. Ich habe nie verstanden, warum man diese Statuen in der Nähe eines Spielplatzes aufgestellt hat. Wahrscheinlich kann man gar nicht jung genug für Kunst sein. Ich habe nie verstanden, warum man diese Statuen in der Nähe eines... Ja, okay. Hier haben wir Äpfel. Holen wir uns mal ein. Komm, renn mal ein bisschen hier. Alter, komm jetzt. Mach mal keinen Terz hier. Mach kein Käse. David. Äpfel. Ja, nimm mal mit, oder? Äpfel. So, schmecken. Das war's auch schon wieder. Äpfel. Gardenien, da waren wir überall schon. Ich dachte immer, also könnten wir... Laura hat Eis geliebt. Wir dann könnten... Spielgerät gibt's hier noch? Ich dachte immer... Nee, ich habe aber vorher noch Bootshaus gesehen oder was. Da gehen wir jetzt auch noch hin. Ah nee, stopp. Hier können wir ja direkt zur Brücke. Das ist ja dann, glaube ich, viel näher. Deswegen nehmen wir dann einfach den Weg. Weil sonst müssen wir überall noch rumgaukeln und so. Das wäre ja nicht so... Ja. Gut. Günstig. So. Dann gehen wir mal zum Bootshaus. Bootshaus. Können wir ein bisschen Bötchen fahren. Das wäre doch bestimmt witzig. Aber nein, es geht mal wieder nicht.
Nicht. So, jetzt habe ich doch oft genug gesagt. Laura ist gern gefahren. Aber ich bin noch nicht. Warum nicht? Schauen wir uns die Preisliste an, die. Mal schauen, wie viel kostet hier Bötchen fahren. Bei uns ist das immer ziemlich teuer. 3 Pfund die Stunde. Lukratives Geschäft. Ja. Bei uns kostet es wie viel? Ich weiß gar nicht. Hier kann man ein Boot. Halbe Stunde 5 Euro oder so. Ich erkenne ihn wieder. Er ist schon seit Jahren hier im Park. Ha! Lied spielen, genau. Kannst du uns ein Lied spielen? Ich habe einen Liederwunsch. Es gibt da ein altes italienisches Stück, das Sie immer gespielt haben. Santa Lucia. Grazie, grazie. Ich kenne Sie. Sie sind immer mit Ihrer Frau hierher gekommen. Bellissima. Und? Ist sie heute nicht da? Nein. Noch nicht. Spielen Sie das Lied? Aber gerne. Genau, die Erinnerung. Es weckt Erinnerungen in mir. Ja, ja, so ist das Leben. This is the life. So, okay, jetzt hast du es auch gemacht und jetzt können wir zum Bootvermieter rennen. Hier kann man ein Boot nehmen. Ja, komm, mach mal doch. Das wäre doch witzig hier. Das wäre doch spaßig. Das Wasser ist heute ruhig. Ziemlich ruhig. Ich brauche noch ein paar Dinge, die mich stimulieren und etwas mit Laura bzw. diesem Park zu tun haben. Da fällt mir jetzt spontan irgendwie nichts ein. Gehen wir mal weiter. Zum Pflasterweg. Ja. Boah, diese Ladesequenzen gehen mir tierisch auf den Sack. Ich erinnere mich gar nicht daran. Gibt's hier irgendwie noch was, was uns... was Erinnerungen wecken könnte? Bestimmt, da gibt's doch noch was. Das könnt ihr mir doch nicht erzählen, dass es da nichts mehr gibt. Der Typ, Rosengarten. Ah, das alte Gewächshaus. Laura hat es nicht gemocht, weil es dort immer so voll und heiß war. Können wir zum Rosengarten? Rosengarten. Okay. Ah, hier können wir was nehmen. Das habe ich vorher übersehen, sorry. Aber jetzt ist ja der Zeitpunkt gekommen. Diese Blume ruft vielleicht Erinnerungen in mir wach. Sie dürfen hier keine Blumen pflücken. Hey, halt die Schnauze. Was? Fury. Kann Ihnen doch egal sein. So lauten nun mal die Regeln, Sir. Die Blumen sind für alle Parkbesucher da und dürfen nicht gepflückt werden. Hören Sie, ich brauche diese Blume. Ich bezahle auch dafür. Sie wollen bezahlen? Gut, das Bußgeld beträgt 2000 Pfund. Du hast ja nicht mal alle. Jetzt nimmt die Kleine es doch, oder? Guck, war doch klar. Hey, rennt hier weg, nimmt die Blumen. Verdammt, sie läuft weg und hat die Gardinie. Das war klar. Dann gehen wir doch da, rennen wir da mal hinterher. Die könnte sie uns doch bestimmt mal geben, denke ich. Es wäre doch sehr nett von ihr. Komm, gib uns mal die Blume. Kriegst dafür was anderes. Aber ich hab nix. Sorry. Was ist das für ein Spiel? Was ist das für ein Spiel? Scheint Spaß zu machen. Hat es dir die Sprache verschlagen? Sie will nichts sagen. Das ist eine schöne Blume. Nee, wir fragen erstmal, wie heißt du? Das kommt besser. Wie heißt du? Ich heiße David. Du kannst es mir ruhig sagen.
Heißt du Elizabeth? Anne. Angst vor meiner Maske. Meine Maske macht dir Angst, oder? Warum hast du sie auf? Ist so etwas wie ein Pflaster. Glaube ich nicht. Das ist eine schöne Blume. Das ist aber eine schöne Blume. Hast du sie hier im Park gefunden? Kann ich sie mal sehen? Ja, sie gibt sie uns. Steckt sie ins Haar. Ist doch toll. Nett von ihr. Hat das Aua gemacht? Ja, ganz schön. Warum? Oh. Tut mir leid, das... Oh, sie hat uns gar doch nicht gegeben. Geschichte. Sie hat nur dran gefasst, glaube ich. Ich Vollidiot, ich check's manchmal auch nicht. Egal, magst du ein Eis? Du isst doch bestimmt gerne Eis. Wollen wir tauschen? Du kriegst ein Eis und ich kriege dafür deine Blume. Das würde Mami nicht mögen. Ich habe mir mal das Knie aufgeschlagen und das hat auch Aua gemacht. Wie wäschst du dich eigentlich im Gesicht? Verkaufst du mir deine Blume? Wie wäre es, wenn ich dir eine ganz neue, glitzernde Münze gebe? Und du gibst mir dafür die Blume. Mm-mm. Kannst du irgendwelche Kunststücke? Wie wäschst du dein Gesicht? Ich kann die Maske abnehmen. Nimmst du sie jetzt ab? Nein, Mäuschen. Das. Wieso sagst du es dann, du Vollidiot? Blume anschauen. Zeigst du mir die Blume, die du gerade gepflückt hast? Warum hast du Aua? Alter. Es war ein Feuer. Nee, das weiße. Ja. Wie heißt du? Wie heißt du? Wo hast du die Maske her? Die hat jemand für mich gemacht. Warum? Weil ich keine gefunden habe, die mir gefällt. Okay. Boah, die macht immer Fragen mit Gegenfragen, ey. Beziehungsweise er fragt, er hier, und dann tut sie ihm eine Gegenfrage stellen. Das ist eigentlich nicht freundlich. Laura, ich kann das nicht tun. Ich kriege die Blume einfach. Au. Hat da einfach einen Apfel auf den Kopf bekommen, ne? So kann es laufen hier. Was ist... Nehmen wir uns mal einen hier. Jetzt können wir sie nehmen. Vorher ging das irgendwie nicht. Okay. Naja, können wir ihr Äpfel geben oder wie? Du wolltest doch wissen... Macht er jetzt jonglieren oder wie? Ich kannte einmal eine hübsche Prinzessin. Und die hat mir das hier beigebracht. Schau. Jonglieren. War doch klar, dass das das Einzige, was eigentlich geht... Und sie freut sich. Dann passt ja. Und da kommt, glaube ich, die Mutter. Herr! Da kommt die Mutter. Soll ich? Na gut. Schau genau hin. Rebecca! Ich habe ihr nur ein Kunststück gezeigt. Das ist ja nicht erlaubt, ne? Wie überaus freundlich. Ihr seid ja... Mami! Mami, ich will mit dem Mann weiterspielen. Er ist nett. Vielen Dank für die Rose. Oder die Gardenie. Jetzt schnüffeln wir mal dran. So, wir haben eigentlich alles, was geht. Da gibt's nichts mehr Interessantes. Gehen wir nochmal zur Brücke. Puh, jetzt gehen mir aber die Ideen gerade ein bisschen aus. Wir haben ja jetzt eigentlich schon ein paar Erinnerungen gesammelt. Reicht ja eigentlich. Können wir gehen? Ja, wir könnten gehen, aber ich will irgendwie noch nicht. Ist da, waren wir doch vorher schon. Diese Schnitzereien sagen okay. Mir nicht. Oh, schade.
Vielleicht gehen wir noch mal zum Bootshaus eventuell. Da könnte es doch noch was geben. Wir wollen doch eigentlich... Ja, ist klar. Jetzt geht's auf einmal, wenn wir das andere geschafft haben. Ich will auf die See eigentlich. Ja, passt doch hier. Boot mieten. Ich würde gerne ein Boot mieten. $3. Drei Pfund, bitte. Okay, danke, Nummer 12. Dann mal ab auf die See. Auf die... Oder auf den See. Und die Erinnerungen sind wieder in seinem Kopf. Ich bin heute ganz schön faul. Das Wetter ist einfach herrlich. Manch einer ist heute wirklich ganz schön faul. Du bist vielleicht ein miese Peter. Ich habe natürlich mich selbst gemeint. Wie sieht es diese Woche mit deiner Terminplanung aus, Liebling? Das Übliche, nichts Weltbewegendes. Gut. Ich dachte, wir könnten dieses Wochenende zu unserem Häuschen am See fahren. Wir könnten am Freitag aufbrechen. Wir sind ja heute ganz schön faul. Es kam gerade schon. Das Wetter ist einfach herrlich. Manch einer ist heute wirklich ganz schön faul. Ich würde gerne dieses Wochenende zu unserem Häuschen am See fahren. Vielleicht können wir schon Donnerstagabend losfahren. 21. Oktober. Ich würde gerne dieses Wochenende zu unserem Häuschen am See fahren. Vielleicht können wir schon Donnerstagabend aufbrechen. Das Wetter ist einfach herrlich. Alter. Ein Student, David. 21. Oktober. 21. Oktober, damit muss man doch irgendwas in Verbindung bringen können. Glaube ich. Okay. Nochmal zur Brücke. Vögel fliegen hier auch noch rum. Sehr schön gemacht. So. Auf zum Dreadhill-Anwesen. Ich denke, ich habe alles gemacht. Und dann gehen wir mal wieder ins Privatlabor. Weil da haben wir ja unseren Terminplaner. Und da werden wir einfach mal den 23. Oktober aufschlagen. Ich glaube, das war der 23. Ich bin in letzter Zeit ziemlich vergesslich. Ich habe Alzheimer. Naja, mit Alzheimer spaßt man nicht. Da kannst du keine Späßchen machen. Das ist wirklich eine ernste Sache, aber war natürlich ein Scherz. Müsste der 23. gewesen sein. So. Da haben wir doch unseren Terminplaner. Ich glaube, das war doch der 23. Oktober. 21. Ich kann mich an einige Dinge nicht mehr erinnern, aber falls etwas wichtig bin, ja, kann sich Simon Hellborn vielleicht daran erinnern. Fuck. Ich kann aber bin. Okay, dann gehen wir mal zurück, zum Foyer. Ach ja, stopp. Wir müssen, glaube ich, noch die Nummer aus der Küche holen, um dann diese halt zu verwenden, weil die haben wir nicht im Kopf. Deshalb, ja, machen wir das jetzt erstmal direkt und dann... David, kann ich irgendetwas für Sie tun? Nein, ich brauche nichts. Nein, wir brauchen nichts. So, wir kommen alleine klar. Wir sind selbstständig. Alt genug. Und... Eine Visitenkarte. Nein. Da müsste doch... Simons Visitenkarte. Da ist sie doch. Seine Telefonnummer. Simons Visitenkarte. Ja, also dann... Ich glaube, die müssen wir uns nicht merken oder aufschreiben, sondern wir rufen den einfach jetzt mal an. Vielleicht weiß der genaueres, was da passierte. Vielleicht Erinnerungen
Na, irgendwie wird er uns schon helfen, denke ich mal. Hallo, David Stiles am Apparat. Gut, danke, Veronica. Hat Simon heute Nachmittag vielleicht Zeit? Es ist dringend. Gut, danke. Wiederhören. Adios, amigos. Und jetzt geht's in Simons Hellburns Büro. Und er wartet schon auf uns. Sehnsüchtig. David, ich konnte es gar nicht glauben, als meine Sekretärin gesagt hat, du würdest kommen. Wie geht es dir? Simon, ich brauche deine Hilfe. Ich habe dir schon oft gesagt, du brauchst dich einfach nur zu melden. Am Abend vor dem Unfall haben wir gemeinsam zu Abend gegessen. Amanda, Laura, du und ich. Erinnerst du dich noch daran? Natürlich. Das war das letzte Mal, dass wir Laura gesehen haben. Ich leider nicht. Ich kann mich überhaupt nicht mehr an diesen Tag erinnern. Es kommt nicht selten vor, dass ein Trauma zu Gedächtnisverlust führt. Ja, ich weiß. Erinnerst du dich noch daran, worüber wir beim Abendessen geredet haben? Habe ich einen meiner Studenten erwähnt? Nicht, dass ich wüsste, warum. Was ist los, David? Verdammt! Und Amanda, vielleicht weiß sie ja noch etwas. Wenn es wirklich so wichtig ist, können wir es ja mit Hypnose probieren. Ich habe schon oft gute Erfahrungen damit gemacht, Patienten dabei zu helfen, sich wieder an gewisse Dinge zu erinnern. Daran habe ich gar nicht gedacht. Können wir es gleich versuchen? Ah ja, let's go, komm. Leg dich auf die Couch. Los. Kein Ding. Gut, David. Ich sorge jetzt dafür, dass du dich entspannst. Bleib ganz ruhig liegen und lass alles los, was dich beschäftigt. Du wachst jetzt langsam auf und es ist der Morgen des 21. Oktober. Du stehst auf. Was war das Erste, das du an diesem Morgen getan hast? Geduscht. Ich habe geduscht. An was hast du währenddessen gedacht? Ich hatte schlechte Laune, aber ich weiß nicht mehr warum. Du hast geduscht und dich dann angezogen. Was hast du danach gemacht? Gefrühstückt? Ich habe mit Laura gefrühstückt. Ich sehe es nicht. Manchmal erinnern wir uns an Dinge so, wie wir sie gerne hätten. Und nicht so, wie sie wirklich geschehen sind. Versuch es nochmal. Er weiß es. Mit Hedley gefrühstückt. Ja, das stimmt. Ich habe mit Hedley gefrühstückt, meinem Vorgesetzten. Wo war das? Auf dem Dreadhill Anwesen? In einem Café? In der Universität? Universität? Wo war der? Wo war nochmal der? Wir haben uns in einem Café in Oxford getroffen. David, ja. Lass dir davon doch nicht die Laune verderben. Die einzigen Leute, die diese Zeitschrift lesen, sind verstaubte, konservative Wissenschaftler, wie Linkfeller selbst. Das ist die Wahrheit. Wegweisende Visionäre wurden schon immer kritisiert. Lass dich davon nicht entmutigen. Ich erinnere mich wieder. Am Tag vorher ist Linkwellers Gegendarstellung erschienen. Deswegen habe ich mich so aufgeregt und mit Hadley gefrühstückt. Richtig. Du hast es bei unserem gemeinsamen Abendessen erwähnt. Jetzt erinnern wir uns beide wieder daran. Sehr gut, David. Jetzt verlässt du das Café. Was hast du als nächstes getan? Hattest du an dem Tag Unterricht? Wenn der Säugling heranwächst, sehen Nervenverbindungen, die ein vitale Informationsträger sind. Ja, ich habe eine Vorlesung gehalten. Über welches Thema? Das? In der Vorlesung ging es um Nervenverbindungen bei Säuglingen. Ja, ich bin mir sicher, das war es. Ist während der Vorlesung irgendetwas passiert? Etwas, das mit einem Studenten zu tun hat? Eine einzige Vernetzung im Gehirn kann sich aus Milliarden von Nervenzellen zusammensetzen und... Ja? Sie sagen also, dass ich schweben oder durch das Kleid einer Frau gucken könnte, wenn ich das nur im Alter von 3 Monaten gebraucht hätte? Könnte ich mich dann auch auf den Mars teleportieren? Wie witzig.
Über solche Fähigkeiten weiß ich nichts. Aber Sie haben im Alter von 3 Monaten offensichtlich nur gelernt, wie man andere mit Banalitäten unterbricht. Also, wie ich gesagt habe, bilden wir außergewöhnlich viele Nervenverbindungen, die... Die war's. Da war etwas. Einer von Linkwellers Jüngern. Ich habe mich angegriffen gefühlt, gedemütigt, als ich den Vorlesungssaal verlassen habe. In Ordnung. Versuche, dich an die Emotion zu erinnern, ohne sie allzu nah an dich heranzulassen. Was hast du nach der Vorlesung gemacht? Ich würde mal sagen, spazieren gegangen. Ich habe einen Spaziergang gemacht. Es kommen keine Erinnerungen hoch. Ein Spaziergang war es nicht. Fuck, dann halt Sprechstunden. Ich hatte Sprechstunde. Da ist etwas. Ich habe ein ungutes Gefühl. Atme tief ein. Das ist nur eine Erinnerung und nicht die Realität. Versuche, die Sache als Unbeteiligter zu sehen. Da ist jemand in der Tür. Du musst nicht weitermachen. Doch, doch. Ich habe gesagt... Herein? Herein? Da ist sie doch, oder? Laura. Ja, was kann ich für Sie tun? Das ist sie doch. Wer ist es? Ich kann nur einen Umriss erkennen. Einen groben Umriss. Ein Student? Ich glaube, ja. Weiblich. Weiblich? Die Person war weiblich. Gut. Bleib entspannt. Da stand also eine Studentin in deinem Sprechzimmer und sagte... Ich bin Dr. Stiles, was wollen Sie? Ich habe Ihren Artikel gelesen. Ich habe diese Fähigkeit. Oh, und welche? Können Sie sich auf den Mars teleportieren? Ich dachte, Sie könnten mir helfen. Sie sind der Einzige, der mich verstehen würde. Tja, offensichtlich ist dem nicht so. War mir ein Vergnügen, Sie können gehen. Und weg ist sie. David, ist alles in Ordnung? Oh mein Gott, ich dachte, das sei nur ein Scherz gewesen. Laura, sie hat sich daran erinnert. Laura? Was redest du da? Was hat es mit dieser Studentin auf sich? Das kann ich dir nicht erklären. Danke für deine Hilfe. Aber David... Wir sind noch nicht fertig. Wann geht denn der jetzt? Was ist denn jetzt los? Und jetzt? Gehen wir mal wieder ins Foyer, oder? Muss ich mal sagen. So, dann nochmal auf dem Weg zu Mrs. Dalton. Vielleicht kann die uns noch was sagen. Alles in Ordnung? Ja. Kann die? Ja. Sie kann noch mal mit uns sprechen, das ist sehr nett. Sam. Haben Sie Samantha irgendwo gesehen? Ich muss mit ihr reden. Nein. Wahrscheinlich ist sie in Oxford. Warum ist sie nie da, wenn man sie dringend braucht? Sie müssen gar nicht so komisch gucken. Ich bezahle sie schließlich, oder? Ich habe nichts gesagt. Alter. Sie waren ja heute ganz schön viel unterwegs. Du bist immer da. Übertreiben Sie. Wenn sie nicht da ist. Und sie ist immer da, wenn du nicht da bist. Ganz einfach ist die Sache. Und seit Sam im Haus ist und diese Dinge passieren. Ich habe nicht vor, mir das zur Gewohnheit zu machen. Ist das der neue Elektroschockometer? Nett. Weiß jemand, wo Miss Everett abgeblieben ist? Miss Einer für alle, alle für einen. Hat sich wohl dezent aus dem Staub gemacht. Sam scheint etwas unzuverlässig. Bestimmt hat sie gute Gründe. Schließlich war es für sie schwer genug, uns dazu zu bringen, heute Abend zu kommen. Egal. Wir machen ohne sie weiter. Schließen Sie die Augen. Da wartet sie. 23.15 Uhr und jetzt müsste der Typ kommen.
Es fängt an. Sie hat das Foto bereit. Und drückt auf den Lichtschalter, aber erst aus. Der Strom ist kaputt. Und jetzt zieht sie an der Leine. Und alles fliegt um sich. Und jetzt macht sie Fotos. Von wem? Wer war das? Ist die Frage. Wir wurden verletzt anscheinend. Das ist gar nicht gut. 23.35 Uhr. Alles ist vorbei. Und die Tür ist geschlossen. Und wir haben Gewichte, ganz schön viele. Was hat sie jetzt vor? Was macht sie? Wohin tragt sie die Gewichte? Aha, jetzt will jemand rein. Und wer ist es? Dr. Stiles. Samantha! Ich habe das hier heute Morgen in meinem Bett gefunden. Wenn dieses Kaninchen nicht aufpasst, endet es noch als Innenfutter für meine Hausschuhe. Ach, Herr Je, das tut mir leid. Er muss sie ja wirklich gern haben. Er war noch nie bei jemandem im Bett außer bei mir. Er ist eigentlich ein ganz braves Kaninchen. Er wird bald gar kein Kaninchen mehr sein, wenn das so weitergeht. Und Sie? Wo waren Sie gestern Abend? Ich? Ich weiß, dass Sie keine Wissenschaftlerin sind, Samantha. Aber es gibt für die Durchführung von Experimenten nun mal gewisse Grundregeln. Wie soll ich ein stichhaltiges Experiment durchführen, wenn ich nicht einmal gewährleisten kann, dass so etwas Grundsätzliches wie die Testpersonen bei jedem Versuch gleich bleiben? Es tut mir wirklich leid. Ich dachte, dass ich rechtzeitig zurück sein würde, aber dann... Wie sollen die anderen Studenten mit dem nötigen Ernst an die Sache rangehen, wenn Sie, meine Assistentin, kommen und gehen, wie es Ihnen in den Kram passt? Glauben Sie etwa... Was ist das? Was für eine riesige Beule. Ist mit Ihnen alles in Ordnung? Was ist passiert? Es geht mir gut. Ich bin gestern auf der Treppe gestürzt und musste danach erstmal eine Weile sitzen bleiben. Deswegen, habe ich es nicht mehr rechtzeitig geschafft. Stimmt nicht, du lügst. Haben Sie Kopfschmerzen? Nein, alles in Ordnung. Jemand hat dir Knockout gegeben. Ich glaube, wir sollten lieber ins Krankenhaus fahren. Und zwar sofort. Das muss wirklich nicht sein. Mir geht's gut. Gibt es irgendwas Bestimmtes, das ich heute erledigen soll? Ja, in der Tat. Wie gut kennen Sie Angela und Helena? Nicht gut. Gibt es irgendeinen Grund, warum Sie sie unter Verdacht haben? Ja, aber fragen Sie mich nicht, warum. Ich habe keine Zeit, um das jetzt zu erklären. Ich will, dass Sie so viel wie möglich über die beiden herausfinden. Wie lange Sie schon in Oxford studieren, was Sie vorher gemacht haben und so weiter. Und machen Sie einen Abstecher in den Fitnessraum. Ich will wissen, ob dort irgendjemand gestern Abend etwas Auffälliges gesehen hat. Gut. Ja, das hat jemand. Melden Sie sich gesehen. Dann später bei mir. Und die Sache gestern Abend, merke ich mir. Das passiert nicht nochmal. Ja. Helena und Angela? Bleib lieber, wo du bist, Houdini. Gegen den großen Mann hast du keine Chance. Gegen den großen Mann. So, dann schauen wir doch mal, wo sind wir gerade. Okay. Kapitel 5 hätten wir abgeschlossen und wir sehen uns dann wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Grey Matter. Also bis denn.